Hallo allerseits. Wenn du ein mobiles und günstiges Solarpanel für die EcoFlow Power Station suchst, dann ist das nachfolgende Panel von Dokia mit 160 Watt Peak vielleicht genau das Richtige. Günstig, weil du pro 1 Watt Peak ungefähr 1 € zahlst. Für ein mobiles Solarpanel ein faires Angebot. Häufig werden 2 € und mehr pro Watt Peak aufgerufen. Perfekt für die EcoFlow Power Stations, weil das Panel bereits mit XT60 Kabel daherkommt und direkt in den Solareingang des EcoFlow passt, ohne zusätzliches Kabel oder irgendwelche Adapter. Was wird geliefert? Neben dem Panel wird noch ein einfacher Solarcontroller geliefert. Dazu gibt es ein Batterieanschlusskabel mit XT60 und Krokodilklemmen sowie mehrere Adapter und das bereits erwähnte XT60 Solaranschlusskabel. Das Ausklappen der 4 Seiten ist ruckzuck erledigt, natürlich auch umgekehrt beim Einklappen. Dazu werden 2 Seiten nach innen geklappt, die verbliebenen 2 dann nochmals zusammenführen und fertig. Gehalten werden alle Seiten mittels Klett. Nachteil ist, wie schon bei dem mobilen Solarpanel von Renogy bemängelt, dass leider kein Standmechanismus vorhanden ist. Das bedeutet, das Panel muss entweder flach auf den Boden gelegt oder irgendwo angelehnt werden. Kommen wir nun zu einem kleinen Test. Heute ist es 26 Grad warm und dabei leicht bewölkt. Der Test findet nachmittags gegen 16 Uhr statt und das Panel ist gegen Osten ausgerichtet. Interessant ist, dass weder bei der steilen Ausrichtung noch der flachen, auf den Boden gelegt, der optimale Solarertrag erzielt werden konnte. Es kommen etwa 80 Watt zustande. Bei einer Ausrichtung von ca. 30 Grad zur Sonne sind es zwischen 90 und 95 Watt. Für diese Bedingungen im Spätsommer schon ein ordentlicher Wert.